Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei WOMOTIP Rudis Reise. Heute erzähle ich euch mal ein bisschen etwas über meine Erfahrungen mit mobilen Routern. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, ihr Lieben, mobile Router. Wenn man so durch Europa fährt, unterwegs ist und man Internet braucht, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ins Internet zu kommen. Ja, meine wichtigste Möglichkeit, die seht ihr hier im Hintergrund wahrscheinlich da auf dem Anhänger, eine Antenne vom Starlink. Mein Starlink-Video werde ich euch unten nochmal kurz verlinken. Und ich habe einen LTE-Router von Fritz, also eine Fritzbox LTE. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, auch das werde ich unten nochmal verlinken. Nun, der Starlink hat ein kleines Problem. Der braucht 230 Volt, er braucht auch eine Menge an Energie, das heißt, wenn es über Batterie geht, dann geht das nicht so lange wirklich gut. Aber Starlink hat einen riesengroßen Vorteil, wenn man eine gute Verbindung nach oben hat, es muss freie Sicht sein, dann hat man da als YouTuber zum Beispiel die Möglichkeit natürlich, die Daten ziemlich schnell hochzuladen. Das funktioniert mit dem Starlink wirklich gut. Aber nun, den Starlink kann ich nicht mitnehmen, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Da habe ich keine 230 Volt und man darf den Starlink auch nur benutzen, wenn, so wie hier der Rudi im Hintergrund, der fest steht und eben nicht in Bewegung. So, welche Möglichkeiten gibt es denn da noch? Ja klar, die Fritzbox LTE, die darf man vom Prinzip in Bewegung benutzen. Die hätte auch die Möglichkeit oder hat die Möglichkeit natürlich mit einem extra Kabel mit 12 Volt angeschlossen zu werden. Das Kabel kann ich unten auch mal verlinken. Ja, hat aber so ein bisschen, naja, so einen kleinen Faktor, dass es nicht so gut mobil ist. Ne? Also die Fritzbox steht im Auto und hat eben während der Fahrt auch eine gute Verbindung. Also anders als der Starlink kann eben halt die Fritzbox LTE natürlich auch während der Fahrt genutzt werden. Geht sogar richtig gut, muss ich sagen. Hat einen guten Empfang. Man kann dort auch nochmal externe Antennen anschließen. Das ist zum Beispiel wichtig für Kastenwagenfahrer. Da habt ihr ja einen Faradayschen Käfig. Da müsst ihr irgendwie, oder würde ich empfehlen, eine Antenne nach außen verlegen, damit ihr dann auch wirklich eine Abstrahlung nach draußen habt. Ansonsten sitzt ihr ja in diesem Käfig drin und hat LTE nicht so diesen guten Empfang und auch nicht die gute Ausstrahlung. So, aber so ein Wagen wie da hinter mir, so ein Teil oder vollintegrierten, die sind ja in Sandwich-Bauweise aus, ja, was ist das, glasfaserverstärkter Kunststoff oder irgendwie so eine Sandwich-Bauweise. Da ist man so, dass man direkt draußen ist, das heißt, der LTE-Sender kann direkt nach draußen senden. Das geht also richtig gut. Wenn ich aber nun mobil unterwegs bin, dann ist das schon ein bisschen schwierig mit dieser LTE-Box. Die kann man nicht so einfach irgendwie mitnehmen. Ich könnte sie am Motorrad an 12 Volt anschließen, aber so richtig günstig ist das auch nicht. So, und dafür gibt es eben halt, und da habe ich mal mir vor einem Jahr ungefähr diesen Netgear Router M1 mal geholt. Den werde ich auch unten verlinken. Das ist ein wirklich, muss ich sagen, hat mich echt überzeugt. Der hat einen richtig großen Akku. Ich muss ihn mal kurz aufmachen hier. Ich zeige dir mal. Der Akku ist wirklich riesig. Der hält auch einen ganzen Tag durch. Ich kann ihn einfach mal so rausholen. Und das ist das Schöne an diesem Router. Der kann eben gewechselt werden. Ich kann mir davon einen zweiten theoretisch kaufen. Aber das braucht man gar nicht, weil der hält eigentlich den ganzen Tag durch. Das ist meine Erfahrung zumindest. Und damit der auch einigermaßen gut geschützt ist, habe ich dem dann nochmal so eine Box spendiert. Auch die habe ich unten nochmal verlinkt, damit ihr sehen könnt, ja, dass man die eben halt hervorragend hier in diese Box dann reinpacken kann. So, zu, Reißverschluss rum. Und dann ist der im Rucksack drin. Und das geht richtig toll. Und da habe ich auch eine richtig gute Verbindung mit. Damit war ich jetzt wirklich sehr zufrieden. Nun lief aber der Vertrag aus. So, das heißt erstmal der von der Fritzbox. Da brauchte ich jetzt also irgendwas Neues. So, und dann bin ich rumgegangen, geguckt. Mein toller Vertrag, den ich hatte, das war ein von Freenet vermittelter O2-Vertrag. Der hatte unbegrenztes Datenvolumen, kostete 35 Euro im Jahr. Den gibt es nicht mehr. Und der lief auch europaweit sehr gut. Und jetzt müsst ihr, wenn ihr solche Karten euch holt, mal ein bisschen darauf achten. Es gibt so Karten, die kann man in ganz Europa benutzen, heißt es, aber die haben ganz geringes Datenvolumen und kosten einen Betrag. Da kann man nur den Kopf schütteln. Würde ich persönlich euch nicht empfehlen, sondern guckt mal bei den normalen Verträgen nach, was es da gibt. Ich
habe jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal, Glück gehabt. Ich bin wieder zu Freenet gegangen. Ein Screening nicht auf die Naht. Wenn der eine Vertrag ausläuft, ja, und ich einen neuen abschließe, da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Ich kriege dauernd immer Werbung zugeschickt. Hier, mach doch deinen Vertrag länger. Aber ich habe doch schon längst neun, aber egal. Sei es drum. Ihr dürft mir ja gerne weiter Werbung schicken, aber ich habe ja einen neuen Vertrag bei euch, aber egal. So, und da ist es jetzt so, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich weiß nicht, warum und wieso das so ist. Ja, diese unbegrenzten Verträge gab es da zumindest so nicht mehr. Und wenn es die dann gab mit unbegrenztem Datenvolumen, dann ist dann aber die Datenrate auch ein bisschen schlecht. Und jetzt müsst ihr da so ein bisschen mal drauf achten. Ich fahre nun durch Europa. So, und wenn euch da irgendwie unbegrenztes Datenvolumen versprochen wird oder ein sehr hohes Datenvolumen, dann gilt das meistens nur fürs Inland, nur für Deutschland. Sobald ihr ins Ausland fährt, zack, wird dann die Menge der Daten auf zum Beispiel 87, irgend so einen krummen Betrag, Gigabyte dann reduziert. Und es gibt noch eben das zweite, eben halt dann die Datenrate. Also das sind eigentlich die entscheidenden Punkte. Wie hoch ist das Datenvolumen im Inland? Wie hoch ist das Datenvolumen im Ausland? Wie hoch ist die Datenrate? Und da steht immer bis zu, ja, und manchmal steht dann da wirklich auch Werte, das kann man dann vergessen, zumindest für die Anwendung, die ein, ja, ich sag mal, Reisender braucht. Man will ja mal was streamen zum Beispiel. Ich bin da bei YouTube viel unterwegs oder bei Amazon Prime, dann gucke ich mir mal einen Film an. Also ich gucke keinen Fernsehen mehr. Ich habe also, wenn ihr genau guckt, auch keine Satzschüssel mit, weil das ist für mich Technik von vorgestern. Ich will gucken, wann ich will und was ich will, und dafür ist dann für mich natürlich Streaming das Entscheidende. So, und nun habe ich eben nach einem Anschlussvertrag gesucht von diesem unbegrenzten Datenvolumen. Da gab es eins für 26 Euro, aber dann eben halt begrenzten Datenvolumen unbegrenzt oder eben 140 Gigabyte, und dann war das auch 225 Mbit. Das ist aber dann schon okay, bis zu. Und nun muss man eben ein bisschen sehen, da wo ich jetzt, oder hier wo ich mich jetzt gerade aufhalte, ist das O2-Netz, ja, grottenschlecht, 0,5 Mbit, das kann man vergessen, und nebenan ist ein großer Betrieb, und wenn da ein paar Leute sind, dann geht da praktisch gar nichts mehr. Also das O2-Netz war im Ausland richtig gut, das ist ja das Telefonica-Netz, und Telefonica ist wirklich gut ausgebaut im europäischen Ausland, kann ich also wirklich empfehlen. Ja, so, und nun habe ich dann gesucht nach einem neuen Vertrag. Und bin dann bei verschiedenen Geschäften reingegangen, und die haben mir dann entweder nichts anbieten können, beziehungsweise eben halt eine ganz begrenzte Datenrate, beziehungsweise ganz begrenztes Datenvolumen im europäischen Ausland. Und da habe ich gesagt, nee, das ist dann nicht so ganz was für mich. Wenn ich dann weitere Strecken fahre, also von Deutschland nach Spanien oder jetzt ein bisschen weiter runter in den Balkan rein, dann lohnt es sich natürlich nicht, vor Ort eine Karte zu kaufen, obwohl natürlich in jedem europäischen Land, wenn man sich eine Karte kauft, das auch ein Roaming hat fürs Ausland. Das ist also richtig gut. Und zum Beispiel in meinem Netgear mit 4G, mit dem M1, da habe ich dann eine Datenkarte drin, eben halt natürlich LTE. Und in Spanien gibt es beispielsweise eine Karte, darüber habe ich auch ein Video gemacht, kann ich unten mal nochmal auch verlinken. 100 Gigabyte, große Geschwindigkeit für 20 Euro pro Monat. Das heißt, der Monat ist da immer 28 Tage. Warum das so ist? Also, beim Roaming haben die sich irgendwie an den Februar orientiert und nicht an den Januar. Also das ist schon ein sehr gutes Angebot, und würde ich auch dann wieder machen, wenn ich in Spanien bin, einfach dann eine Karte holen. Weil, wenn man nämlich mit einer deutschen SIM-Karte ins Ausland fährt, dann ist nicht nur das Datenvolumen und möglicherweise auch die Geschwindigkeit begrenzt, sondern wenn man sich im europäischen Ausland aufhält, wird meistens nach 3 Monaten Cut, da wird dann einfach abgeschnitten. So, das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Das heißt, ich würde es nicht darauf ankommen lassen, diese Karte im Ausland dann so längere Zeit einzusetzen, was ich ein halbes Jahr oder wie auch immer, sondern dann sich vor Ort natürlich eine Karte zu holen, und dann ist natürlich ein zweiter Router nicht schlecht. So, und dann habe ich mir einen neuen Vertrag dann geben lassen, und die wollten mir dann erst wieder irgendwas Normales da anbieten, und da habe ich dann gesagt, aber draußen vor, da steht auch ein Schild, da steht auch drauf 280 Gigabyte, sogar mit Telefonie unbegrenzt und alles dann zusammen für, ich sag mal, auch so um die 26 Euro herum. Ach ja, sagten die, stimmt.
Und dann haben die nochmal geschaut und sagten, Mensch, heute ist der letzte Tag, wo das angeboten wird. Und dann habe ich jetzt einen Vertrag bekommen mit 280 Gigabyte, europäisches Ausland auch 280 Gigabyte, auch volle Geschwindigkeit, läuft alles, bin ich total zufrieden mit. Und der hat sogar 5G. So, und dann habe ich gesagt, naja, dann habe ich ja einen LTE-Router, da kann ich die ja vom Prinzip reinstecken. Aber wenn ich dann damit nicht 5G machen kann, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann holst du dir jetzt nochmal den Netgear M6. Und die gibt es in verschiedenen Versionen. Ich habe den normalen M6 genommen, es gibt auch den M6 Pro. Auch den habe ich, also beide nochmal unten verlinkt, aber das ist jetzt der normale M6. Und da will ich euch meine Erfahrung auch mal sagen. Also was ich da zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass er, ja, ist jetzt ein bisschen schwach vielleicht zu sehen oder ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht sehen, denke ich mir mal. Da wird eben halt in einem größeren Display angezeigt, ich habe jetzt 8 GB von 280 verbraucht. Das heißt also, mit 280 GB ist man absolut bestens ja, bedient. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich auch viel über den Starlink dann auch hoch und runter geladen. Und man kann dort eben natürlich auch eingeben, wie lange diese Periode jetzt noch läuft. Das sind hier jetzt noch 10 Tage. Das heißt, den habe ich jetzt schon seit 20 Tagen und ja, gute 3 Wochen. Und der hat eben halt auch die gleiche Batterie oder so wie der M1, so eine ähnliche Batterie drin. Und er hat auch die gleichen Maße, wenn man die mal beide nebeneinander hält, die beiden Router, dann ja, haben die eigentlich so ziemlich die gleichen Maße. Vielleicht ist der M6 ein ganz, nee, die sind völlig gleich, also völlig identisch die beiden. Also da kann ich jetzt sagen, wenn ich die LTE Fritzbox jetzt nicht mehr nutze, weil sie natürlich toll ist im Auto, aber eben nicht mitgenommen werden kann, wenn ich mit dem Motorrad fahre oder wenn ich irgendwo Ausflüge mache, dann nehme ich natürlich meinen mobilen Router mit. Und dann habe ich natürlich jetzt 2 Optionen, nämlich einmal mit diesem Router dann ja, in Deutschland oder auch wenn ich dann während der Fahrt runterfahre dann nach Spanien. Also es läuft ja wieder bis zu 3 Monate, kann man den im Ausland nutzen. Dann muss ich wirklich sagen, ja, ist das also schon eine ganz tolle Möglichkeit. Und vor allen Dingen mit diesen 26 Euro im Monat und 280 Gigabyte ist und auch noch 5G, ist das richtig toll. Und dieser M6, der ist auch wirklich richtig schnell. Auch der M1 ist wirklich schnell. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt, das blende ich nochmal ein, auch Router von Anbietern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen NOS-Router, der ist von, ja, von der spanischen Firma NOS. Der ist nicht schlecht, der ist wirklich auch gut. Aber diese Router von Huawei, die haben so ein bisschen das Problem, dass sie sich schnell mal aufhängen. Dann weiß ich von Bekannten, Claudia und Heinz, liebe Grüße an euch, dass man den mal wieder in den Tiefkühlschrank legen muss, damit er sich wieder ein bisschen abkühlt. Ja, dann muss er ausgemacht werden. Man kann den Akku nicht rausnehmen und das ist alles ein bisschen unglücklich. Das finde ich ja dann bei diesen Netgear-Routern. Übrigens, der ist richtig hochpreisig. Ne? 800 bis 1000 Euro muss man dafür hinlegen. Das ist ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen viel. Aber ich denke mir mal, wenn man Profi-Leistungen haben will, muss man auch profimäßig dafür bezahlen. Also billig, das sagt Andreas immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und deswegen habe ich 2 Router. Nein, da passt es jetzt gerade mal nicht. Sondern da habe ich einmal meine Karte eben halt aus Deutschland drin. Und das andere wird dann die Karte sein, die ich vor Ort kaufe in Spanien. Oder wenn ich jetzt zum Balkan fahre, irgendwo vielleicht dann auch nochmal in der Türkei. Das ist ja mein Plan, dass ich jetzt einmal bis zur Türkei fahre. Da werde ich dann eben mit meinem Starlink nichts mehr werden, weil das nur auf Europa begrenzt ist. Wenn ich also dann über den Bosporus fahren sollte, wenn das dann alles so klappen wird, dann werde ich den Rest von der Türkei mit dem Starlink nichts anfangen können. Mit meiner deutschen Karte kann ich dann wahrscheinlich nichts anfangen. Doch, könnte ich schon, aber da muss ich tierisch drauf bezahlen. Und deswegen werde ich mir auf jeden Fall natürlich eine Karte in der Türkei dann kaufen. Darüber werde ich aber natürlich dann extra berichten. Ja, das ist jetzt soweit meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ach so, wenn ich jetzt diese beiden vergleiche, den Netgear M1 und den Netgear M6, auch da möchte ich ganz ehrlich sein, der M1 für 300 Euro, ein bisschen, der ist dann eigentlich für den Normalbereich die bessere Wahl. Der hält den ganzen Tag durch, er wird ein bisschen warm, hat eine sehr gute Verbindung, ja, hält eigentlich lange durch. Und man kann natürlich mit der Powerbank nochmal dann zusätzlich die Energie ein bisschen verlängern. Der Netgear M6, der hat ein kleines Problem. Er ist natürlich schneller, ja,
Das ist er auf jeden Fall. Er wird aber sehr warm. Man kann ihn gut als Handwärmer benutzen. Und selbst wenn ich in diesem kleinen Kästchen drin habe, ich lasse es immer offen, dieses Kästchen, wenn ich ihn da reinpacke, weil er dann eben halt so, ja, doch warm wird, dass er eben halt auch ein bisschen kälteren dran ist. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal irgendwie ein Loch reinbohre, damit dann noch ein bisschen bessere Durchlüftung kommt. Aber diese, man kann sie bestimmt auch eine Folie rüberpacken über den M6, damit das eben nicht zerkratzt. Aber wenn man das in so eine Packung reinpackt, zerkratzt das Gerät eben auch nicht. Und deswegen finde ich das also richtig klasse. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, hat sich das jetzt gelohnt, zwei zu kaufen? Zwei Netgears? Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe für mich gesagt, ich brauche einmal einen für die deutsche Karte und ich brauche einen auch fürs Ausland. Dann könnte natürlich jeder sagen, ja, da kannst du doch wechseln, die Karte war umstecken. Das finde ich wiederum nicht so ganz so glücklich. Ich habe nämlich vom Prinzip die Möglichkeit, sowohl mit dem Handy als auch mit dem Laptop, ich benutze ja immer ein Chromebook, dann parallel auch Daten hochzuladen oder eben halt dann mit dem Starlink. So habe ich dann immer drei Optionen innerhalb von Europa, immer mit dem Starlink, wenn ich irgendwo stehe. Wenn ich in Spanien 4 Monate am Stück stehe, dann ist natürlich für mich der Starlink eine super Option, um Dateien auch hochzuladen. Das will ich auch noch mal ganz kurz erzählen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man mit seinem Internet eigentlich machen möchte. Wenn ihr ab und zu mal ein bisschen WhatsApp macht, ein bisschen mal Daten austauscht, so ganz leicht eine E-Mail oder so weiter, dann reicht normalerweise eure normale Handykarte durchaus aus. Also dann ist das in Ordnung, wenn ihr ein paar Tage im Ausland mal seid, dann könnt ihr auch das Roaming nutzen. Also dann braucht ihr nichts extra. Wenn ihr aber so wie ich im Wohnmobil lebt und vielleicht auch ein paar mehr Daten habt, es kommt immer drauf an. Das Starlink zum Beispiel ist meine Erfahrung, wäre zum Beispiel für eine Videokonferenz nicht so gut geeignet. Oder wenn ihr Spiele spielt, auch nicht. Weil da kann es mal, je nachdem wo ihr steht, zu kurzen Aussetzern kommen. Und bei einer Videokonferenz könnt ihr nicht groß was zwischenspeichern. Da wird einfach zack, ne, abgehakt und dann habt ihr ein paar Sekunden Pause und dann geht es irgendwie weiter. In einem Spiel hättet ihr verloren. Ganz klar. Deswegen ist das Starlink sehr gut, wenn man streamen möchte oder größere Mengen an Daten einfach nur hochladen möchte, um zum Beispiel Videos zu schneiden, dann ist Starlink wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Kostet natürlich, inzwischen ist es runtergegangen, 59 Euro pro Monat und die Hardware kostet etwas über 200 Euro. Also Starlink ist inzwischen auch für alle, ich sag mal, nutzbar und ja, in Anführungszeichen bezahlbar geworden. Wenn man denn weiß, dass man eine wahnsinnig hohe Datenrate beim Starlink, ich hatte einmal 150 Mbit, also dann macht das Hochladen von Daten auch wirklich Spaß. Das ist so, ich sag mal, ein bisschen wie Glasfaser. Hat aber mit der normalen Satzschüssel überhaupt nichts zu tun, weil da ja die Daten auch hochgesendet werden und das war 550 Kilometer nach oben. Das ist auch der Grund, weshalb Starlink eben halt dann ein bisschen mehr Energie braucht. Es gibt inzwischen auch so ein paar Leute, die dann da rumbasteln und das Ganze auf 12 Volt umstellen. Kann funktionieren, muss jeder für sich entscheiden, da bin ich persönlich nicht so der Freund von. Ich nutze es so, wie es ist, so gehört es sich. Und wenn man da irgendwie dann rumbastelt, das Gehäuse öffnet, ich mache es nicht. Es gibt ja genügend Videos dazu, dass einige das machen, kleben sich dann die Antenne oben aufs Dach drauf. Ach Gottchen, ja, dafür habe ich ja in einem Video auch beschrieben, dass ich da oben meine Halterung drauf habe und ich blende noch mal ein Bild ein, wie ich das bei mir auf dem Anhänger raufgesetzt habe. Geht bestens, dann ich habe da mal freie Sicht und das geht wirklich gut. Ja, und diese mobilen Router von Netgear, die haben sich bei mir insofern bewährt, wenn ich dann wirklich unterwegs bin, dass ich dann auch immer damit navigieren kann. Mein Handy, mobile Daten schalte ich immer grundsätzlich ab, sodass ich dann immer beim Handy nochmal eine Notreserve habe. Da sind immer nochmal meine 17 oder was ich wie Gigabyte dabei oder 10, ich weiß es überhaupt gar nicht, wie viel das ist, aber dann kann ich immer damit nochmal navigieren und telefonieren, sodass ich, das ist immer mein Notreserve-Dings. Und was ich euch auch empfehlen würde, das Handy kann man als Hotspot einrichten. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist bei mir immer so das schlimmste Urteil, was es gibt, denn dafür ist das Handy definitiv nicht gemacht, auch zum Hochladen von Daten. Da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, da gehen dann richtig Daten durch den Prozessor durch, der wird richtig heiß. Und heiß ist immer schlecht für den Akku, immer schlecht für den Prozessor, immer schlecht auch für das ganze Handy irgendwo. Das hält dann irgendwann nicht mehr so lange. Also ich persönlich würde euch anraten,
nur kurzzeitig mal das Handy als Hotspot zur Verfügung zu stellen. Wenn ein anderer mal sagt, oh Gott, ich brauche mal ganz kurz, dann kann man das ja mal machen. Aber so als dauerhafte Lösung mit Hochladen von Daten und gerade Videodaten in Gigabyte Größe ist das nicht zu gebrauchen. Das wäre so, als ob ihr mit dem Fahrrad nach München fährt, um im Briefkasten einen Brief einzustecken. Kann man machen, geht aber nicht so gut. So, und dafür sind dann natürlich diese mobilen Router und gerade dann der M6 mit 5G natürlich eine echt feine Sache. Natürlich muss man dazu sagen, dass 5G noch nicht so stark ausgebaut ist. Das geht dann im Ballungszentrum wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich habe es jetzt mal probiert, auch auf dem Land, ging also wirklich toll damit, also hat sich bei mir jetzt, muss ich sagen, ganz gut bewährt. Da muss ich sagen, ist eine gute Alternative zu dem vorherigen Vertrag mit dem unbegrenzten Volumen von O2. Jetzt habe ich hier das übers Vodafone-Netz, also D2, und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ja, wo ich hier jetzt gerade bin, ist irgendwie eine Ecke, wo Handynetze nicht so ausgebaut sind. Da bin ich froh, dass ich Starlink habe. Wobei beim Starlink es auch noch eine kleine Schwierigkeit gibt, wenn der Himmel ganz doll zugezogen ist, also so richtig dicke Regenwolken, dann geht Starlink auch von der Datenrate ganz deutlich in den Keller runter. Weil das ist einfach so, dass wenn da ein Hindernis dazwischen ist, und selbst dicke Regenwolken können ein Hindernis sein, Schneewolken, dann ist es so wie mit der Satzschüssel, dann kommen diese Kommunikationsfunkwellen da einfach gar nicht mehr durch. Wobei bei digital einfach weniger Datenrate ist, bei damals analoger Technik war das ja, kennt ihr noch, ne? Da wurde das ein bisschen grisselig und konnte man kaum noch was sehen. Und bei der digitalen Verbindung ist entweder hat man ein Bild oder man hat keins mehr. So, und beim Starlink, da geht dann eben halt die Datenrate auch deutlich in den Keller. Ja, man ist aber unabhängig von irgendwelchen Handynetzen, wie zum Beispiel, wie gesagt, hier, wo hier irgendwie so ein Handynetzloch irgendwie ist. Ich bin jetzt in Schleswig-Holstein, ich habe mal meinen LTE-Router mitgenommen, bin dann südlich von Rendsburg mal über Land gefahren, habe das mit dem 12-Volt-Kabel da mal angeschlossen, einfach nur mal getestet und musste feststellen, dass es da also gar keine Verbindung gab irgendwo. Das war gar nicht günstig. Also Handynetz ist eine Möglichkeit, LTE, 5G. Man muss aber wissen, dass es in bestimmten Bereichen, gerade wenn man Ausflüge macht, in den Bergen und so weiter, dass dort eben halt gar keine Verbindung ist. Also da bekommt man überhaupt gar keine Verbindung ran. Deswegen auch das Handy als Notfallgerät ist ganz, ganz schwierig, wenn man eben keine Netzverbindung hat. Und das geht relativ schnell, dass der Betreiber mal dran arbeitet. Oder eben halt, wenn man in einem Tal ist, zwischen zwei Bergspitzen, da ist nichts. Oder in der Schlangenbucht. Zum Beispiel hatte ich gar keine Verbindung mit dem Handy oder mit LTE gehabt. Da ging gar nichts. Also da wäre man natürlich wieder mit Starlink besser aufgehoben. Das ist aber immer dann von dem Ort abhängig, wo man sich jetzt gerade befindet. Meine Erfahrung zum Beispiel in Finnland, wenn man da durch die Wälder fährt, wo man eigentlich sagt, in Deutschland wäre da keine Verbindung, da hat man überall super Verbindung, weil die haben da riesengroße Masten aufgestellt, so abgespannt mit so Seilen. Und da hat man in ganz Finnland also ein super Netz, also das muss ich wirklich sagen, das haben die so gut hingekriegt. Das kann man hier mit Deutschland nicht vergleichen. Hier hat man überall kleine Zellen so aufgebaut, aber da hat man dann riesengroße Türme gemacht und hat also überall eine super Verbindung. Meine Erfahrung zumindest soweit. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt auf dem Balkan werden wird, wie da die Verbindung sein wird. So, kurzes Fazit. Jeder muss für sich entscheiden, was für ihn die beste Verbindung ist. Der eine schwört auf LTE, der andere schwört auf 5G, der andere schwört auf Starlink. Der nächste schwört auf einen Brief. Der nächste sagt, oh, ich habe eine Satzschüssel und guck Fernsehen dann eben mit der Satzschüssel. Jeder hat da seinen eigenen Weg, den er finden kann. Ich für mich habe einfach dann diesen Weg gefunden, zwei mobile Router einzusetzen. Und mobil hat eben halt, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, natürlich einen riesen Vorteil. Selbst die Fritzbox ist mobil mit LTE,
aber dann eben doch nur eingeschränkt, wenn man dann einen Ausflug macht, mit dem Motorrad fährt oder sonst irgendwie durch die Gegend fährt, dann kann man mit der Fritzbox auch nicht so viel anfangen, weil sie ja dann eben fest auf das Wohnmobil eingerichtet ist. Ist schlecht im Rucksack mitzunehmen. Eine große 12-Volt-Batterie geht dann nicht so gut. Aber wenn man natürlich mit dem Auto fährt, ist das möglicherweise noch ein Weg. Aber auch da muss man bedenken, wenn man im Auto sitzt, dann hat man natürlich auch wieder den Faradayschen Käfig um sich herum. Also, ein Router mit der deutschen SIM-Karte und ein Router mit der Karte von vor Ort, dann hat man eigentlich, aus meiner Sicht, ist man dann gut abgedeckt. YouTuber, würde ich persönlich sagen, sind mit einer Starlink-Antenne richtig gut bedient. Geht auch für die, die gerne streamen wollen und für die, die auch in Handynetzlöchern gut was machen wollen. Das sind so meine Erfahrungswerte dabei. Ja, und wie gesagt, wenn der nicht so warm werden würde, wobei jetzt ist es gerade hier 8 Grad, dann wäre das nicht verkehrt, aber jetzt im Moment ist er ganz kalt, da sagt er gar nichts. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel er genutzt wird. Wenn also viel gesendet wird, dann werden die Router natürlich auch entsprechend stärker belastet, was die den Energieverbrauch angeht. Und meine Erfahrung ist, dass der 5G, ich habe es noch nicht gefunden, wo man ihn auf LTE umstellen kann. Man sagt, ich möchte aber nur LTE nutzen, machen wir nicht 5G, machen wir nur LTE. Ich glaube, das macht er automatisch, dass er sich dann umstellt. Wenn ich also kein 5G-Netz habe, dann macht er automatisch LTE. Der hält aber der M6 aus meiner Erfahrung nicht so lange durch wie der M1. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber meine Erfahrung ist einfach so, dass der M6 so ein Dreivierteltag durchhält und der andere den ganzen Tag. Aber das geht auch. Das heißt, ich nehme ihn immer dann mit, wenn ich ihn dann brauche. So, das war mein Video Erfahrungswerte über LTE-Router. Wenn ihr Erfahrung habt mit Starlink, mit den Netgear-Routern oder anderen Routern, dann setzt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch ein Like und abonniert den Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Video. Ja, diese Transporttaschen finde ich persönlich sehr gut. Dann haben wir hier den M1 und den M6 und die zweite Transporttasche dazu und einfach eine tolle Sache. Ja, hier dann nochmal den M1 mit seiner Batterie drin und die kann man eben auch ganz leicht so rausnehmen. Einfach, ich gucke jetzt, also jetzt könnt ihr das jetzt nicht sehen, da sind immer die Daten drauf. Der ist also wirklich echt klasse. Ich zeige immer so, wie dann der Akku so aussieht. Also einfach ein tolles Gerät, muss ich sagen. Ja, wirklich gut.